scheint tatsächlich da oberhalb auf dem Müllhaufen zu sein. Timisch macht sich auf den Heimweg, mitten durch ein Industriegebiet, entlang der Eisenbahnhauptstrecke nach Bukarest. Es ist schon hell, als Timisch den Weg zurück zum Wolfsbau antritt. Das liegt an den kurzen Sommernächten, aber auch daran, dass Timisch für die Aufzucht ihrer Welpen sehr viel Fleisch braucht, täglich etwa 15 Kilogramm. Sie selbst kann in ihrem Magen maximal 10 Kilo Fleisch transportieren. Auch die anderen Wölfe des Rudels schaffen Futter herbei. Hallo Peter, kannst du mich hören? Kommen. Ja, Peter, ich kann dich hören. Wir sind in der Hauptstraße in Dörste. Die Timisch ist da gerade durchgelaufen, mitten an der Bushaltestelle vorbei, wo die ganzen Leute stehen, und geht jetzt weiter Richtung Big Shepherd runter. Kommen. Oh, ja, verstanden. Dann muss ich mein Auto sofort drehen und komme sofort zurück. Okay, wir kommen auch dann gleich runter und sehen uns dann dort. Ende. Es ist 6 Uhr morgens. Die ersten Arbeiter sind schon unterwegs im Berufsverkehr, aber Timisch scheint keine Angst vor ihnen zu haben. Im Wald macht die Wölfin einen weiten Bogen um alles, was nach Mensch riecht. Aber hier läuft sie ohne Scheu über Brücken und Hauptverkehrsstraßen. Die Menschen beachten die Wölfe nicht. Sie können sie nicht von einem Hund unterscheiden. Ihr Senderhalsband ähnelt einem Hundehalsband. Außerdem ist ihr Körperbau einem Schäferhund ähnlich. Nur die Art zu gehen ist anders. Wölfe laufen sehr viel zielstrebiger in eine Richtung.